Sei es drum. Wir haben ein schickes Spielzeug, um Aliens zu töten. Wir haben unsere Rüstung aufgestuft, dass wir jetzt auch damit ordentlich zurechtkommen sollten. Eins fehlt noch, das ist gerade in Arbeit. Klick. Das heißt, der nächste Test wäre jetzt die andere Art von Robotern, diese Kapseln. Die hatte ich hier ja schon vorbereitet. Jetzt würde ich allerdings ganz gerne die nächste Stufe nehmen. Das sind jetzt Distractor Capsule. Was kommt nach Distractor? Destroyer. Destroyer braucht Distractor. Das heißt, die fordern wir hier mal an. Und du brauchst Speed-Module MK1. Davon haben wir ein paar. Ich hoffe mal, die zählen jetzt auch. Und nimm ruhig ein bisschen mehr, damit das einen größeren Puffer hat. So, beschränkt bist du. Gott-Module kriegst du noch. Schon haben wir Destroyer-Kapseln. Was kommt nach Destroyer? Nach Destroyer kommt Marauder. Brauch Speed-Module MK3 schon. Und wird gleich von hier weitergereicht. Zack. So, du machst bitte Marauder. Kriegst Gott-Module. Und kriegst Speed-Module MK3. Die sollten eigentlich schon reichen, die Marauder, wenn ich es aus den Kommentaren richtig verstanden hatte. Aber ich kann ja mal gucken, was da noch so kommt. Sharpshooter hätten wir dann noch. Und die Frenzy. Na gut, machen wir es mal dich. 800. Das war früher mal echt noch ein Problem. Wie schaut es mit Robotern aus? Sehr viele Roboter, die nichts zu tun haben. Okay. Erforsch bitte. Kann ich da noch irgendwo Schaden erhöhen? Nö, glaub nicht. Gut, das da. Und dann laufen wir jetzt irgendwo hin, nehmen unsere Schulterlaser vorher raus, damit wir nicht aus Versehen irgendwas zerstören und damit die Testergebnisse verfälschen und schmeißen jetzt einfach mal die ganzen Kapseln raus, so viele wie wir halt kontrollieren können. Weil ich gar nicht weiß, wie viele das jetzt wirklich sind. Und vielleicht sollte ich das am Tag machen und nicht unbedingt in der Nacht. Apropos Tag und Nacht, fordere doch mal bitte bisschen mehr Tag an. Auch wenn es wieder gestaffelt kommt und ewig dauert, aber irgendwann ist es da. Und du wirst bitte beschränkt auf 3 Stacks. Na, wobei, mach mal 1 Stack. Weil ich habe den Verdacht, dass wir das Spielzeug nicht so wirklich viel nutzen werden. Außerdem kommt hier eh noch die nächste Stufe hier, genau, die Sharpshooter. Und dann die Frenzies. Das heißt, die setzen wir hierhin und dich dahin. Damit müssten wir dann alle haben. Du baust bitte Sharpshooter. Du brauchst ebenfalls 3er-Module. Können wir also schön copy-pasten von hier. Und auch die Beschränkung copy-pasten wir rüber. Mhm. Gott-Module. Und dann gleich mit den Sharpshootern losziehen. Wo ist der Unterschied? Shooting Speed. 3 pro Sekunde, 4 pro Sekunde, 4 pro Sekunde? Hä? Also er scheint ganz viele Laser drin zu haben, dieser kleine Roboter. Ein Kurzstreckenlaser, der langsam schießt. Und ganz viele Langstreckenlaser, die schneller schießen. Und die ordentlich Schaden machen. 50 plus 50 jeweils. Wie viel macht unser Dingens hier? Okay, 24 mal 20, aber die Hälfte davon trifft nicht. Also es klingt mächtig. Wie viele kann ich eigentlich jetzt gleichzeitig rausschmeißen? Maximum Following Robots Count Bonus 5 könnten wir erforschen. Das heißt, wir können gerade 4. Ich teste mal mit den billigeren. 1, 2, 3. 3 Stück haben wir noch. Also 3 Gruppen an Robotern. Und da ist der Frenzy. Okay, das heißt, wir erhöhen jetzt nochmal die Roboteranzahl. Bauen dich mit dem Frenzy auf. Du bau bitte Frenzy. Und der macht... Was? Der macht Damage 8,75. Habe ich mich bei dem anderen verlesen, ha? Huh? Nee, da steht 50 plus 50. Warum ist dann der hier schlechter? Achso, weil er 20 Mal pro Sekunde schießt. Ja, das könnte dann den Unterschied ausmachen. Gut, du bekommst bitte die.
Du brauchst auch die Marauder. Das heißt, die Marauder müssten wir anfordern. Und 3er-Speed-Module? Und 3er-Speed-Module. Shift rechts, Shift links. Noch mehr. Du bitte Marauder. Da. Und beschränken. Okay, wir testen einmal mit den Marauders. Weil die den... Was? Du hast nur 10. Nee, 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 nee. Sharpshooter hier. Mit denen testen wir. Wir können dann einfach mit allen testen, oder? Ja, mach mal hier eine Reihe frei. Die Sachen da unten brauchen wir eh nicht. Und ich glaube, ich soll langsam mit den Tränken ein bisschen aufpassen. Also, Marauder-Test. Sharpshooter-Test und dann Frenzy-Test. Wobei es recht naheliegend ist, dass die Frenzys am besten sein werden, aber, ne, trotzdem. Du kriegst nicht schnell genug Sharpshooter. Kapp das da mal und kapp das da mal. Du kriegst nicht schnell genug Distractor. Hakt es hier ein bisschen, aber na gut. Wir werden eh nicht 17 auf einmal rausschmeißen können. Gut, eh. Was für welche seid ihr eigentlich hier gerade? Ihr seid auf jeden Fall ganz schön schnell. Wie ein Flummi an einem Gummiband, das hin und her schleudert. Ich glaube, ihr wart nur. Kann ich das irgendwie angucken? Wenn sie stillhalten würden, ja. Es sind Unknown Entity Marauder. Okay, das heißt, wir testen jetzt Marauder. Wupp, 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 wupp. Mist. Ja, andere Roboter waren schneller. Gut. Geht gut ab, ja. Allerdings nicht so schnell, wie die Blauen das machen. Die Blauen sind aber auch wesentlich mehr. Gut, jetzt kommt der nächste Test. Sharpshooter. Das heißt, ich schmeiße einfach so lange Sharpshooter raus, bis die Marauder sich auflösen. Die gehen schon mal wesentlich besser ab. Die zersägen gerade Könige innerhalb von Sekunden und Königinnen. Jo. Das, meine Damen und Herren, war eine Alien-Basis. Letzter Test. Die Frenzys hießen die, ne? Ja, Frenzy-Capsule. Also die rausschmeißen, so lange bis alle Sharpshooter weg sind. So, und in die nächste Basis reinrennen. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Zugegeben, es war eine ganz neue Basis. Also waren am Anfang nur die Small Biter da. Aber trotzdem haben die gut was zersägt. Lauf mal einfach hier so durch. Spawner fast One-Shots. Und wir können die Follower-Anzahl noch ein paar Mal erhöhen, ne? Ja, die können wir noch richtig häufig erhöhen. Ah, das ist doch krank. 20 Stacks von diesen Frenzy-Robotern. Okay, es kostet auch ordentlich, aber trotzdem, das ist absoluter Overkill. Mach mal. So. Ja, ein paar sind schon kaputt, glaube ich. Wir schaffen es nicht mehr, die Könige innerhalb von einer Sekunde zu töten. Das muss irgendwas faul sein. Schmeiß mal ein paar neue raus. Okay. Es wird langsam ein wenig fad. Hm? Ja gut, wir laufen. Ich will es mir noch gönnen, diese Riesenbasis im Nordwesten zu zerstören. Und danach gehen wir nach Hause und basteln was anderem rum. Oh, hier ist ganz schön viel Schrott von unseren anderen Robotern. Go. Ich muss auf mich auch ein wenig aufpassen.
Nicht, dass ich hier plötzlich umkippe. Das wäre ein wenig peinlich. Aber das war nicht die Basis, die ich meinte. Die Basis, die ich meinte, war das Monster-Ding da. Ist ein bisschen weiter weg. Aber das machen wir mal flix. Was macht ihr? Achso, ihr repariert jetzt unsere... Ach, wie geil. Wie lange halten die eigentlich? Max hält 1000. Robot Lifetime 900 Sekunden. Ja, das ist okay. Hält eine Weile. Wobei man normalerweise, also ohne die Gottmodule und Produktivitätsmodule und was weiß ich, wäre das echt schwer, so schnell so viele davon zu bauen. Aber wir sind jetzt hier im absoluten Overkill-Modus, da können wir alles schnell bauen. Deswegen ist das Balancing eh für den allerwertesten. Aber definitiv schickes Spielzeug. So, dumm, dumm, dumm. Ich habe bisher keinen einzigen Schuss abgefeuert. Und keine Schulterpanzer und kein gar nichts. Sind bald mal alle tot. Spawner sind alle weg. Also ich sehe nur Blut und Sapsch und Artefakte und ganz viel Piu-Piu. Okay. Das war die Riesenbasis. Damit haben wir jetzt offiziell absolut gar keine Gefahr mehr auf diesem Planeten. Hier ist noch ein kleiner Ausläufer. Alles mit, alles mit, alles mit. So, jetzt ab nach Hause und zu Hause basteln wir erstmal in Ruhe weiter. Aber gut zu wissen, dass wir selbst in der Hinsicht hier nichts mehr zu befürchten haben. Na komm, die Basis nehmen wir auch mit. So, fertig. Eine Basis töten dauert so lange, wie man braucht, um durchzulaufen. Ja. Ist trotzdem irgendwie schade, dass es da jetzt keine Gefahr mehr gibt. Aber na gut. Da. Da. Dann müssen wir wirklich mal irgendwann eine Staffel Hardcoreo machen oder so. Weil die haben halt das nette Prinzip, dass der Gegner sich entwickelt, auch wenn nicht die Basis gerade geladen wird. Und dass automatische Angriffe kommen. So Tower Defense-artig. Das ist echt schick. Oh. Auch mal eine Frage an euch. Der ein oder andere tüftelt ja recht viel rum und macht auch selber kleine Kompatibilitätspatches und dergleichen. Hat einer von euch das hinbekommen, den neuen, also die neue Shadow Modpack-Version, die es hier gibt, mit Hardcoreo zu verbinden? Dass es einigermaßen balanciert ist. Ich weiß, mit dieser Version vom Shadow Modpack, das ich hier spiele, da hat es schon jemand geschafft gehabt. Aber mit dem neuen wäre es halt interessant. Das heißt, wenn wir dann irgendwann die neue Staffel anfangen, dass wir denn da gleich auch Hardcoreo mit drin haben, als quasi Ansporn, auch die Verteidigung einigermaßen aufzubauen. Also zugeben, wir hatten hier in den ersten Folgen auch ein wenig Probleme zurechtzukommen, hatten auch Angst vor der Basis im Westen und all sowas, aber das hat sich recht schnell gelegt. Auch Stromausfälle und so weiter hatten wir nicht mehr. Aber na gut, jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wahrscheinlich mit Yuki weitermache. Also bis denn.